Tekla Karolavit, trauriges Aus. Jetzt ist es für immer vorbei. Tekla Karolavit macht Schluss. Ihr letzter Film Martha Liebermann, ein gestohlenes Leben ist im Kasten. Cehalas mit Texte lernen. Mit stundenlangem Stehen vor der Kamera. Mit all dem Stress und dem Druck. Tekla Karolavit, 79, reicht es. Die Schauspielerin hat eine Entscheidung getroffen. Ich bin dann mal weg, lacht sie. Tekla Karolavit, Martha Liebermann ist ihre letzte Rolle. 55 Jahre stand sie im Scheinwerferlicht. Mehr als ihr halbes Leben. In Filmen wie Die Spur eines Mädchens und Serien wie Ich heirate eine Familie ließ sie uns staunen, schmunzeln, leiden und lachen. Ihr letzter Film wird Martha Liebermann, ein gestohlenes Leben, 10. Oktober, 20:25 Uhr, ARD, sein. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Film aufgehört habe, und das war jetzt das Finale, erzählt Tekla Karolavit. Mit fast 80 kann man aufhören. Was soll ich denn jetzt noch erreichen? Sie lacht fröhlich. Preise habe ich auch schon ganz schön viele. Pläne hat sie aber auch. Für das Leben nach der Schauspielerei. Gemeinsam mit Ehemann Hannes Rieckhoff, 79, will sie reisen, das Leben genießen. Erinnerungen schaffen. Es sollen noch erfüllte Jahre vor mir sein, sagt sie. Deshalb steht viel Sport auf ihrem Programm. Ich halte mich fit, ich bewege mich viel. Ich bin ein Läufer. Wir wohnen am Englischen Garten in München, da gehe ich jeden Tag 1,5 Stunden, meist mit meinem Mann. Vielleicht werden bald 2 Stunden daraus, Zeit genug hat Tekla Karolavit jetzt.